So, auf zur Therapie in der heutigen Folge. Dann wollen wir doch mal schnell noch die Notizen hier rauspacken. Huch! 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal... Ja, will ich. Darum bin ich hier. Sehr gut. Da wären Sie doch... Was denn? So, dann fangen wir mal an. Jetzt mache ich hier natürlich auch neue Notizen, damit wir das Resultat bekommen. Bienenmann. So. Dann haben wir hier... Fangen wir mal an. Ich bin der Mann im Bienenkostüm. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. So, da haben wir... Immer als erstes. Ich wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Als erstes. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es eine Katze gewesen wäre? Warte jetzt mal, der Bienenmann hatte ein schwarzes Pony als erstes Haustier und der Adiran eine rote Katze. Heißt das jetzt, die Katze müsste rot sein? Ich weiß das jetzt nicht. Rot. Rot. So, so. Der Fall ist klar. Ihr Vater war ein Imker. Eines Tages hat er sie in einem Bienenstock vergessen. Das haben sie ihm nie verziehen. Seither zeigen sie ihm ihren Protest, indem sie ein Bienenkostüm tragen. Das war's, sie sind geheilt. Sie können gehen. Das hat mir jetzt aber nicht wirklich geholfen, oder? Oh, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Vielleicht müssen wir das beim Adrian machen. Normal versuchen. Darum, da wären Sie doch. Was denn? Aber ich will noch wissen, was. Ich bin. Was wäre gewesen, wenn ich denn jetzt schwarz genommen hätte? Schwarz. Schwarz. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Okay, dann war das schon richtig. Cool, dann können wir hier jeden therapieren lassen. Dann machen wir das mal. Darum da wären Sie was? So, Adrian. Ich bin Adrian. Ich erzählen Sie. Da haben wir Zweiter beim Sport. Ich wurde beim Sport und als Zweites. Kommen wir zunächst. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Grün. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Ja. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Ja. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Okay, ich weiß nicht, ob wir das irgendwie benutzen können. Harvey? Keine Sorge, mich wirst du... Aber die anderen therapiert wir natürlich jetzt auch noch. Blöd, dass man immer wieder rein muss. Das ist ein bisschen nervig. Darum, da wären Sie doch... So, Troggelbecher. Troggelbecher. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Klar, ich war immer Dritter beim Sport. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Drittes ausgewählt. Als Drittes? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Mhm. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Goldfisch gewesen wäre? Ja, ganz einfach. Blau. Blau? Blau. So, so. Der Fall ist klar. Mit Ihnen ist gar nichts verkehrt. Eine leichte Sprachstörung und die Angewohnheit, Sofakissen auf dem Kopf zu balancieren, machen Sie noch lange nicht zu einem Verrückten. Sie sind nicht anders als die anderen. Behalten Sie das im Kopf. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Habe keine Sorge, mich wirst... Tja, Troggelbecher ist also ziemlich normal eigentlich. Dann haben wir noch den Peter. Peter. Darum bin ich... Ich bin Peter. Ich verstehe. Erzählen Sie... Ja, Peter haben wir Vorletzter. Ich wurde beim Sport als Fuß... Kommen wir zu... Was für ein... Ups, jetzt habe ich nicht gelesen. Schwarz? Schwarz. Schwarz. So, so. Der Fall ist klar.
Sie erzählen mir... Scheiße! Ich hab's nicht gelesen, Mist! Jetzt war ich mal zu voreilig. Tut mir leid, nochmal. Dieses ganze Gelaber hier. Ja, Peter? Ich bin ich. Vorletzter. Ich wurde bei... Als... Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es eine Ratte gewesen wäre? Das wäre in diesem Fall gelb. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie leiden an einer manischen Depression. Oh ja. Diese Depression wird durch die Tatsache, dass Sie heute Geburtstag haben, verstärkt. Stimmt. Wahrscheinlich rührt Ihre negative Einstellung daher, dass einst bei einem Badeausflug nach Helgoland Ihre Sandburg durch einen Kometen zerstört wurde. Seitdem glauben Sie, die Welt sei gegen Sie. Das war's. Sie sind geheilt. Sie können gehen. Okay, das kann ich gut verstehen, der arme Peter. So, dann haben wir nur noch Hoti. Ja. Darum bin ich bin Hoti. Erzählen Sie... Letzter beim Sport. Ich wurde als Letzter... Kommen wir zu nächsten. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Pony gewesen wäre? Ganz klar, natürlich schwarz. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie leiden sehr darunter, dass Sie untrennbar an Ihren siamesischen Zwilling gefesselt sind. Sie fürchten, niemals ein eigenes Leben führen zu können. Das macht Sie zynisch und verbittert. Reden Sie mit Ihrem Bruder über diese Gefühle. Wer könnte Sie besser verstehen? Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Okay, sehr interessant, sehr interessant. Dann versuchen wir es noch mit Edna. Mich wirst du... Noch das letzte Mal hier rein. Ja, wollen Sie... Ja. Darum... Da wird... Was denn? So, Edna. Ich bin Edna Konrad. Ja, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Jo, ganz einfach. Ich wurde immer im Keller eingesperrt. Ich wurde immer im Keller eingesperrt. Im Keller? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Rettich gewesen wäre? Ich würde sagen, Mokka-Oktarin-getupft. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze... Tu ich gar nicht! Pa, wer braucht die schon? Na gut, dann lass mich halt. Dann gehen wir jetzt zurück zu Adrian. Ich habe halt die Uhr nicht gestellt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen. Ich sage jetzt einfach mal 5 Minuten. Sorry, wenn es ein bisschen weniger ist. Dann machen wir jetzt noch 10 Minuten. Oh oh. Hey! Ich bin schon... Ja, was? Und schon sind wir wieder da. Hallo Adrian! So, wie bist Ja, hier kann jetzt. Mal sehen. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was denn sonst? Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Nö. Naja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Da muss ich schnell nachgucken. Er hatte die Farbe. Großer, bissiger Hund. Großer, bissiger Hund hatte Farbe von... Grün? Grün. Ha! Weit gefehlt! Okay, dann muss ich wohl doch das Rot nehmen von der Katze. Als wie? Ha! Und was? Dann Rot. Rot. Wow. Du hast recht. Natürlich. Ich fühle mich plötzlich so... so verstanden.
und alles ist plötzlich viel klarer. Gern geschehen. Ja, ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss meiner Kontrolle unterliegen. Genau. Hey. Danke. Kein Problem. Du hast mir sehr geholfen. Ja, mach ich doch gern. So, jetzt nochmal. Ich will es noch einmal. So, Kopf. Tatsächlich. Kopf. Jetzt ich. Ich tippe auf. Was ist das? Das kann nicht sein. Es ist Kopf. Ha! Was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl, Edna ist the King. Wuhu. Edna ist the King. King, 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 King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. So muss das sein. Wow, die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Besiege König Adrian. Na endlich sind wir mal ein bisschen weiter hier. Guck mal, Drogi. Jetzt bin ich deine Königin. Drogelbecher. Aber... Drogelbecher. Nicht mal... Drogelbecher. Ich sehe schon. Was für eine treue Seele. Unglaublich. Diese Medaille würde auch einen guten Schlüssel abgeben. Sie müsste nur schlüsselförmiger sein. Wäre bestimmt von Vorteil. Der Fußnageltest beweist, es handelt sich um echtes Gold. Keine Unterschrift zum Fälschen da. Schade. Dafür bräuchte ich wohl einen Goldmarker. Aber dann würden wir auch nicht mit Dr. Marcells Unterschrift darauf unterschreiben. Das wäre ja doof. Meine Therapiegruppe wäre stolz auf mich. Bestimmt. Ups. Anstatt darauf zu schreiben, hat der Stift nur ein Loch in den Becher gestochen. Böser Stift. Böser, böser Stift. Das wollte ich doch gar nicht. Die Medaille ist zu groß und der Becher zu siffig. Halte sie lieber getrennt. Sonst moderieren sie bald eine Show auf MTV. Ha! Irr! Bloß nicht, Hilfe! Es gibt schon zu viele schlechte Shows auf MTV und RTL 2. Die gehört in ein Museum. Und RTL. In den Kleiderschrank. Das Spucke-Kugelweit-Spucken gewinne ich auch noch. Natürlich tust du das. Seltsam, hier stehen gar keine Preise drauf. Tja, alles gratis. Mit der Schere kann ich dieser Medaille nicht beikommen. Vielleicht kann ich aber das Gold einschmelzen. Das ist eine gute Idee. Das ginge vielleicht mit einer Schokoladenmünze. Sagtest du Schokoladenmütze? Nein, Münze. Münze? Hatten wir schon mal. Die Gabel hat eine Auszeichnung verdient. Sie bietet eine gewaltfreie Alternative zu Messern. Sie bekämpft den Hunger in der Welt. Und sie hat in Ghost mitgespielt. Das war Demi Moore. Ja, Demi Moore. Aber sie war auch klasse, oder? Stimmt. Oh, okay. Meine Herrschaftsembleme behalte ich lieber blitzblank. Da bin ich eitel. Ja, bleib du nur so eitel. Diese Münze ist offenbar für ein viel größeres Münztelefon. Ich halte nichts davon, meine Medaille zu putzen. Ich käme mir wie ein obsessiver Militär oder ein gealterter Profisportler vor. Ich mag meine Trophäen schmutzig. So müssen die sein. Mit dem Dreck des Ruhms besudelt. Okay. Huch. Ach, jetzt steckt die da drin, okay. Dieser Topf voll Gold ist bis auf Weiteres beschlagnahmt. Guck mal, Harvey. Ich habe einen Topf voller Gold. Prima. Jetzt fehlen nur noch der grüne Wanst und das Kleeblatt am Hut. Können wir da irgendwie noch ein Spielchen? Hier ist noch ein Spiel. Beat the Pot. Oh yeah. Ja, ich glaube, ich weiß auch schon, was wir jetzt wieder machen müssen. Jetzt weiß ich es ein bisschen besser, wie es weitergeht.
Und zwar müssen wir zum Ofen und das Gold einschmelzen. Das werden wir ja wohl noch hinkriegen. Oder, Edna? Da stimmst du mir doch zu. Das schaffen wir, oder? Ja, klar. Da kommt der nächste. Das ist aber der falsche Ausgang. Wir müssen noch weiter. Und los geht's. Hui! Jo, zurück! Wie die Landschaft einfach an uns vorbeizieht, ist das nicht herrlich? Da kommt der. Ja, ja, wir wissen's doch. So, jetzt wieder da hoch. Da müssen wir hier runter und da rein. So, und dann vielleicht nochmal speichern. Hier mal. Guck mal. Stimmt, müssen jetzt die Topflappen verwenden. Das sollte klappen. Natürlich. Und wir haben einen dampfenden Topf. Ja, jetzt brauchen wir noch einen Abdruck vom Schlüssel, oder? Wo wir das dann hineingießen können. Wie kommen wir denn an einem Abdruck? Wir brauchen die Tonerde, so viel ist klar. Das Problem ist, wir brauchen noch die Schaufel. Tja. Ich glaube, das gucken wir uns dann in diesem Fall nächstes Mal an, wie wir an die Schaufel kommen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, tüdelü!